So, herzlich willkommen zur nächsten Folge und wir starten mit der Folge 13, genau. Das Spiel. Gut. Ja. Dann wollen wir mal gerade hier rüber gucken, was so Sache ist. Hier wächst eine Stadt, da auch. So, ich habe mal V gedrückt, die Taste V. Wenn man die Taste V drückt, dann ist das Einzugsbereich zu sehen von den Städten hier. Oder von nicht von den Städten, von den, sag schon, Bushaltestellen und so. Und man sieht, dass dieses und dieses hier noch nicht da abgedeckt sind. Während das in diesem Fall hier schon ist. Hier passiert noch nichts in Schwerin, ist klar, ist ja auch noch relativ neu die Bushaltestelle. Man sollte schon überlegen, ob man hier vielleicht noch eine Bushaltestelle hinmacht. Klicken wir mal die Straße an und dann eine Bushaltestelle, da. Was ich mache gerne, dass ich eigentlich jetzt hier oder hier eine anbinden würde. Um diesen Bereich einfach passend zu vergrößern. Hier bedeutet Straße umbauen, hier bedeutet ein Stück Straße zu bauen. Es ist beides dann da drin. Ja, muss man mal schauen. Ich tendiere dazu, dieses Stück Straße gerade zu bauen. Und dann da die Bushaltestelle hinzumachen. So, jetzt müssen wir nur gucken, hier bei der Linie, dass wir dann vielleicht das einfügen, wo der Bus fährt. Das müsste eigentlich der Regionalbus Nord sein, der hier verkehrt. Regionalbus Norden. Und Linie ändern. Da ist schon die rote ausgewählt. Und dann müssen wir mal schauen, wir sind hier in Darmstadt. Buchhändler, das ist er. Dann fährt er zu Darmstadt Autohersteller. Der ist ja hier links neben. Rutschen wir mal ein Stück rüber. Das ist da. In Darmstadt. Wo sind wir jetzt hier? Buchhändler und Autohersteller. Potsdam Rathaus. Das ist rechts von Darmstadt. Jetzt, wenn man da so drauf guckt. Da sollten wir also hier die Bushaltestelle einfügen. So, dann kommt er von Potsdam. Fährt nach Darmstadt, unsere Haltestelle, die wir gerade eingegeben haben. Dann zum Buchhändler, Autohersteller etc. pp. Sofort. Und dann gehen wir runter. Und da unten ist er dann Darmstadt Buchhändler. Kommt er von Flensburg. Flensburg müsste im Norden sein. Flensburg fährt dann zum Buchhändler, dann zum Autohersteller, dann wieder zum Buchhändler. Und dann zum Potsdamer Rathaus. Das bedeutet, da setzen wir sie auch nochmal zwischen. Dann wird sie zweimal bedient. Einmal beim Hinfahren und einmal beim Rückfahren. Okay, das haben wir dann. Gut. Dann haben wir da eine Bushaltestelle eingeführt. Oh, hier unten bei Dresden sehe ich gerade, ist ja richtig was los. Ne? Das ist ja schon am Wachsen wie... Ne? Gut, dann machen wir das doch mal hier bei Dresden. Haben wir... Ist das der Regionalbus Süd, der da lang fährt? Ja, Dresden Rathaus. Dann sollten wir da mal gerade auch noch eine Linienänderung machen, denn wir können da auch eine Bushaltestelle zubauen. Und zwar hier. Oh, guck mal. Hä, das ist ja eine hier. Da müsste man noch sogar eine bauen, um das alles abzudecken. Aber da warten wir noch auf die Entwicklung, denke ich mal. Mal wieder auf eine Lupe gehen, das ist besser, sonst baut man irgendwo was in der Landschaft, weil man aus Versehen geklickt hat. Potsdam ist abgedeckt. Wie sieht es hier unten aus mit Frankfurt und Gelsenkirchen? Frankfurt ist noch klein. Und Gelsenkirchen, ja, Gelsenkirchen hat sich schon gemacht, allerdings ist da wohl alles im Rahmen. Ja, da ist noch alles abgedeckt. Und Itzehoe, wie sieht es da aus? Ja, Itzehoe ist auch erweitert. Wie ist das da? Da kriegen wir auch nicht alles auf eine Haltestelle. Und dann ist es sogar da noch eine Kreuzung, müssen wir diese Straße einmal abreißen. Und da würde ich auch erst noch die Entwicklung abwarten. Gucken wir mal in Lindau, wie es da bei der Tankstelle ist. Ja, hier sieht es so aus, dass wir da wirklich schon eine zweite Haltestelle noch hinbauen sollten. Und zwar hier. Da haben wir sie dann auch schon. Und das ist ja auch eine Linie, die wir haben. Und das ist die Linie. Ist das die Linie Norden?
Wo ist denn das hier? Ist das, gehört das hier zum Bergsbus oder was? Glaube ja, ne? Köln, Mainz, da ist Lindau Tankstelle, Betriebshof. Ja, das haben wir beim Bergbus mit drin. Dann machen wir die Lindau H, machen wir da auch noch mit rein. Linie ändern, Lindau Tankstelle ist die Haltestelle ausgewählt und dann fährt er zurück nach Mainz. Aber wir möchten gerne, dass er nach der Tankstelle, müssen wir noch einfügen machen, nach Lindau H fährt. Und dann fährt er wieder zurück zur Tankstelle. Dann müsste das eigentlich passen hier. Okay, schließen wir das. Gut, dann ist Mainz die nächste Station hier auf der Strecke. Schauen wir aus, wie es ins Mainz aussieht. Mainz wächst Richtung Bahnhof. Und da würde ich ganz gerne auch noch eine Haltestelle bauen. Weil die könnten wir hier hin machen. Das sind auch wieder nur zwei Gebäude, da würde ich schon gerne noch ein drittes abwarten. Aber vielleicht entwickelt sich es nicht. Doch, wir warten noch ab, bis noch ein Gebäude mehr kommt. Dann haben wir hier noch Köln. Köln ist schon größer. Hat schon zwei Haltestellen. Hier wäre noch die nächste möglich, dann aber mit einem Gebäude zu knapp. So. Hier unten sind wir noch zu unserem inländischen Hafen unterwegs, aber da war dann links Potsdam, glaube ich, schon das nächste. Ja, genau, Potsdam kennen wir schon, Dresden waren wir, dann haben wir hier oben Flensburg. Flensburg ist auch am Wachsen, aber auch nur zwei Häuser. Das lassen wir auch erstmal so stehen und dann ist noch oben, ganz oben Duisburg auf dieser Seite. Wie sieht es denn in Duisburg aus? Duisburg hat natürlich schon zwei. Ja, und das ist wieder mir zu wenig, da warten wir erstmal ab. Und dann müssen wir nach Westfalen rüber. Klicke ich mal so rüber, über die Karte. Osnabrück ist noch nichts gewachsen. Münster auch nicht. Aber hier unten, Dortmund ist am Wachsen. Da ist ein Haus mehr. Aber insgesamt das zu machen, lohnt jetzt noch nicht. Da sollte man vielleicht aber darüber nachdenken, dass man diese Haltestellen mit den Werken hier verbindet, dass Westfalen da komplett bedient wird. Gut, dann machen wir mal, ja, jetzt habe ich es zugemacht, machen wir es wieder auf, ist ja nicht so schlimm, machen wir hier mal eine Bushaltestelle hin und hier auch eine. In Dortmund haben wir eine, die lassen wir erstmal so. Und dann haben wir hier oben, ja, vielleicht machen wir hier beim Hafen was hin. Ne, das bringt auch nichts. Da haben wir jetzt aber auf jeden Fall erstmal eine Verbindung. Aber irgendwie bin ich jetzt gerade am Überlegen, wollten wir doch hier drüben auch noch was anschließen. Ja, da wollte man den Nutzwald anschließen und wofür war das Ölfeld? Das Ölfeld ist für die Raffinerie. Ach so, und die Raffinerie wollten wir anschließen aus dem Grunde, dass wir da mehr Öl bekommen, um besser zu produzieren. Ja. Nee, ich glaube, wir machen jetzt erstmal den Westfalen-Bus da weiter. Einmal wieder rüber nach Westfalen. Beziehungsweise, ja, fahren wir rüber. Da haben wir jetzt hier diese zwei Sachen dazu gemacht. Dann müssen wir die Linie aufrufen. Regionalbus Westfalen. Linie ändern. So, jetzt müssen wir den letzten Halt finden in Dortmund. Das ist hier. Der fährt von Münster nach Osnabrück, dann wieder nach Münster, dann nach Dortmund. Dann soll er hier hinfahren und dahin fahren.
Und dann auf dem Rückweg kann er nochmal hier anhalten und dann ist er wieder in Dortmund. Und das müssen wir aber auch noch eintragen. So, dann sollte er wieder die Runde fahren, nur verlängert. Okay. Da wollen wir nochmal gerade den Büssing anklicken und den verfolgen wir dann. Das machen wir mal zu und das Ganze ein bisschen schneller. Osnabrück. 6 Leute drin, die wollen nach Münster Rathaus. Da sind sie ausgestiegen, in Münster steigt aber keiner ein. Jetzt fährt er nach Dortmund. In Dortmund ist keiner eingestiegen. Jetzt am Nutzwald ist auch keiner eingestiegen. Papierfabrik, da sind 10 Leute eingestiegen. Die wollen nach Dortmund und nach Osnabrück. Die Dortmunder sind raus. Was sagt Münster? In Münster ist nichts passiert. Und Osnabrück lässt Leute zusteigen, die zur Papierfabrik wieder wollen. Also zurück. Gut, die Linie ist jetzt nicht rentabel in dem Sinne. Wir haben da eine leicht rote Zahl permanent stehen. Okay, aber jetzt wird sie schwarz, weil hier auch 15 Leute unterwegs sind. Ich glaube, jetzt könnte das wohl so sein, dass sich das dann da oben auch rentiert. Ja gut, genug beobachtet. Ab dafür. Gut, da haben wir jetzt so ein bisschen die Städte optimiert und nächstes Mal müssen wir dann gucken, dass wir vielleicht das Ölfeld da oben noch ein bisschen anschließen mit einem Hafen und das Öl rüberbringen zur Raffinerie. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Sendung auch wieder dabei seid. Gut, abgespeichert und dann würde ich sagen, bis dann und ciao.